Für berufstätige Eltern ist es wichtig, einen guten Babysitter für ihr Kind zu haben. Einige bringen ihr Baby in eine Kindertagesstätte, aber andere haben einfach lieber einen Babysitter zu Hause. Man muss Glück haben, wenn man eine liebe, fürsorgliche Person finden will. Schließlich muss man dieser Person sein Baby anvertrauen können. Doch meistens kennt man den Babysitter vorher nicht. Und so kann es passieren, dass der erste Eindruck täuscht. Genau das passierte auch den Eltern in unserem Video. Sie hatten nicht so viel Glück mit der Wahl ihres Babysitters und sie haben nichts bemerkt, bis ihr Hund sie darauf aufmerksam gemacht hat. Schaut euch das Video an und ihr werdet sehen, was passiert ist. Einen Hund zu haben ist immer schön. Wenn sie manchmal springen und bellen, würde man gerne wissen, was sie uns sagen wollen, nicht wahr? Aber tatsächlich schaffen es Hunde oft, mit uns zu kommunizieren. Wenn ihr euren Hund gut kennt und ihr euch seine Körpersprache und sein Verhalten ansieht, werdet ihr oft verstehen, was er meint. Dies geschah auch bei einer Familie in South Carolina. Benjamin und Hope Jordan sahen, dass sich ihr Hund dem Babysitter gegenüber sehr seltsam verhielt. Sie beschlossen, den Grund für sein Verhalten zu untersuchen. Daraufhin erwartete sie eine sehr unangenehme Überraschung. Für Benjamin und Hope war ihre Familie einfach perfekt. Sie hatten ihren neugeborenen Jungen Finn und einen tollen Hund namens Kilian. Der Hund liebte das Baby sehr und er kümmerte sich gut um ihn. Aber erst nach einem sehr ärgerlichen Zwischenfall erkannten die Eltern, wie viel Glück sie mit Kilian hatten. Das Problem begann, als die Familie 2012 nach Charleston, South Carolina umzog. Dort mussten die Eltern einen Babysitter finden, der auf Finn aufpasst, wenn sie arbeiten waren. Sie stellten einige Nachforschungen an und fanden schließlich die perfekte Kandidatin, Alexis Kahn. Sie waren von dem Mädchen beeindruckt und so begannen die Eltern, Finn und Kilian, bei Alexis zu lassen. Doch dann bemerkte die Familie etwas Seltsames. Etwa 5 Monate, nachdem sie Alexis als Babysitter angestellt hatten, fiel den Eltern etwas Merkwürdiges auf. Ihr Hund Kilian schien Finn beschützen zu wollen, sobald Alexis im Raum war. Sie fanden das sehr seltsam, denn Kilian war immer ruhig, friedlich und liebevoll. Kilians Reaktion auf Alexis war ein bisschen beängstigend. Er war ihr gegenüber sehr aggressiv, sagte Benjamin. Ein paar Mal mussten wir unseren Hund davon abhalten, sie anzugreifen. Dies war einer dieser Momente, in denen die Familie gerne genau gewusst hätte, was ihr Hund ihnen sagen wollte. Trotzdem konnten Benjamin und Hope die Botschaft von Kilian laut und deutlich verstehen. Ich mag dieses Mädchen nicht. Und sie mussten herausfinden, warum. Natürlich hatten sie einige Theorien, denn Alexis hatte schon manche Fehler gemacht. Einmal hatte sie Finn ein Schmerzmittel für Erwachsene gegeben, als er Zahnschmerzen hatte. Benjamin und Hope wollten wissen, warum Kilian Alexis gegenüber so aggressiv war. Was stimmte bloß mit der Babysitterin nicht? Es war der 12. September 2012 und die Eltern hatten eine Idee, wie sie herausfinden könnten, was hier los war. Hope installierte eine App auf ihrem iPhone, die alle Geräusche im Haus aufnahm. Dann legte sie das Handy unter ein Sofa. 7,5 Stunden lang nahm es alle Gespräche auf, die im Wohnzimmer zu hören waren. Als Benjamin und Hope später am Tag von der Arbeit nach Hause kamen, nahmen sie das iPhone unter dem Sofa hervor. Dann spielten sie die Aufnahme ab und waren schockiert. »Ich wollte durch den Ton hindurchgreifen, in der Zeit zurückgehen und meinen Sohn retten«, sagte Benjamin, nachdem er sich die Aufnahme angehört hatte. »Es begann mit Schimpfwörtern«, sagte er. »Und es wurde noch schlimmer. Wir hörten klatschende Geräusche und Finns Schrei verwandelte sich von einem Hilferuf in Schmerzen. Irgendwann hörte man sogar, wie die Babysitterin Finn schüttelte.« Es war klar, dass Benjamin und Hope schockiert waren. Zu wissen, dass ich mein 5 Monate altes Kind einem Monster überlassen habe, ist schlimm, sagte Benjamin. Was war noch geschehen, während Finns Eltern weg waren? Was auch immer passiert war, Kilian hatte alles gesehen und sein Bestes getan, um es den Eltern zu sagen. Einige Wochen später verhaftete die Polizei von Charleston Alexis. Sie gestand, den kleinen Finn missbraucht zu haben und wurde zu 1 bis 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Behörden trugen Alexis in ein Register für Kindesmissbrauch ein. Das bedeutet, dass sie nie wieder mit Kindern arbeiten können würde.
Das sind großartige Neuigkeiten für uns, sagte Benjamin. Zu wissen, dass diese schlimmen Ereignisse vielleicht in Zukunft das Leben eines anderen Kindes gerettet haben. Killian wurde von den lokalen Nachrichtenmedien als Held gelobt. Das ist er auch. Schließlich hat er dem kleinen Finn vermutlich das Leben gerettet. Deutscher Schäferhund rettet 7-jähriges Mädchen vor giftiger Klapperschlange. In dieser Geschichte geht es um Haus, einen kürzlich adoptierten 2-jährigen deutschen Schäferhund. Adam und Donya De Luca holten Haus aus einem Tierheim in Tampa, Florida. Der Hund schloss sich sofort der Familie an. Es war, als ob er schon immer zu uns gehört hätte, erinnerte sich Donya De Luca. Er war der perfekte Familienhund. Eines Tages spielte die 7-jährige Molly mit Haus an ihrer Seite im Garten. Ihre Großmutter sah von der Tür aus zu. Auf einmal benahm Haus sich sehr seltsam. Es war fast beängstigend, ihm zuzusehen. Er sprang ständig hin und her, erzählte Donya später. Natürlich befürchtete Mollys Großmutter das Schlimmste. Ein junger deutscher Schäferhund, der sich in der Nähe eines kleinen Mädchens aggressiv verhielt? Das schien eine Katastrophe zu werden. Die Großmutter erzählte mehreren Nachrichtensendern, dass sie nicht einmal sah, was genau Haus anstarrte. Doch dann war der Hund plötzlich blutverschmiert. Die Großmutter geriet in Panik und rief Donya an, die im Hintergrund Molly weinen hörte. Was geschah dann? Hatte Haus Molly etwa bösartig angegriffen? Es stellte sich heraus, dass Haus sich zwischen Molly und eine Giftschlange geworfen hatte, sagte Donya. Er hätte natürlich auch weglaufen können, aber der Hund wollte Molly unbedingt in Sicherheit bringen. Leider wurde er selbst von der Schlange gebissen. Nach dem Angriff humpelte er schwer. Er kämpfte mit dem Atmen und sein Bein blutete. Wenn ein 30 Kilo schwerer deutscher Schäferhund so litt, könnt ihr euch vorstellen, was diese Bisse der kleinen Molly angetan hätten. Donya kam so schnell wie möglich nach Hause und fuhr mit Haus zu einem Notfalltierarzt. Mit Schlangengift im Körper blieb dem tapferen Hund nicht viel Zeit. Die östliche Diamantklapperschlange ist eine der giftigsten Schlangen in ganz Nordamerika. Hunde, die von ihr gebissen werden, haben eine Sterblichkeitsrate von bis zu 30%. Und Haus wurde ganze 3-mal gebissen. Schon wenige Minuten nach dem Angriff hatte Haus bereits schwere Vergiftungssymptome. Als sie beim Tierarzt ankamen, gab man ihm 9 Fläschchen Gegengift. Aber sie waren nicht stark genug, um das Leben des Hundes zu retten. Daraufhin verabreichten die Ärzte ihm eine Infusion mit einem Gegenmittel. Dieses Mittel erhielt er 4-mal täglich an 4 aufeinanderfolgenden Tagen. Das ist etwa doppelt so viel wie bei einer normalen Behandlung. Zu allem Überfluss gab es für die Familie auch noch ein weiteres folgenschweres Problem. Wenn Haus überleben sollte, bräuchte er weitere Behandlungen mit dem teuren Gegengift. Das würde zu extrem hohen Arztrechnungen führen, die sich die Familie einfach nicht leisten konnte. Was konnten sie jetzt nur tun? Schließlich wollten sie ihren geliebten Hund und den Retter ihrer Tochter am Leben erhalten. Doch sie hatten Glück. Eine Frau namens Charissa Vandergriff wollte den De Lucas unbedingt helfen. Sie richtete eine GoFundMe-Seite für die Familie ein, um Geld für alle notwendigen medizinischen Zahlungen zu sammeln. In einem Hilferuf schrieb Charissa Vandergriff: Die Behandlung des Tierarztes war extrem teuer. Der Hund hat mehrere Fläschchen von einem Gegenmittel erhalten. Die Rechnungen des Tierarztes belaufen sich bereits jetzt auf über 9.000 Euro und die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. Seine Lebenszeichen sind positiv und seine Organe sind funktionsfähig. Wenn die Familie sich genügend Gegenmittel leisten kann, wird sich der Hund ohne nachteilige Auswirkungen erholen. Doch würde dies ausreichen, um Haus zu retten? Zu ihrer Überraschung waren viele Menschen sehr großzügig und spendeten, was sie konnten. Innerhalb weniger Tage sammelte die Familie fast 46.500 Euro. Dieser Betrag ging sogar weit über das ursprüngliche Ziel von 25.500 Euro hinaus. Sie mussten die Spendensammlung sogar tatsächlich stoppen. Die Geschichte von Haus hatte fast 2.000 Menschen dazu inspiriert, Geld zu spenden. Einige Zeit später erhielten Haus und seine Familie großartige Neuigkeiten. Wir hoffen, dass Haus heute nach Hause gehen darf, sagte seine Tierärztin Jennifer Holm am 18. Mai 2016 auf Good Morning America. Wir werden ihn heute Nachmittag noch ein paar Mal untersuchen und wir hoffen, dass alles gut aussieht.
Als die Familie De Luca Haus adoptierte, hätte sie sich nie träumen lassen, einmal in so einer Situation zu stecken. Sie haben sich mit ihrem Hund nicht nur ein neues Familienmitglied nach Hause geholt. Haus ist ein Held, der das Leben ihres kleinen Kindes gerettet hat. Wie fandet ihr diese Geschichte? Was habt ihr für ein Verhältnis mit eurem Hund? Und hat euch euer Hund auch schon einmal bei etwas geholfen? Hinterlasst uns eure Meinung in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf. Vergesst auch nicht zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um als Erster eine Benachrichtigung zu erhalten, sobald wir wieder ein neues Video hochladen.